Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Crusader Kings 3 in unserem mächtigen Toledo und mitten im Kreuzzug, der nicht so gut für uns ausschaut, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen mehr Truppen. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie eine Chance haben. Ich wage es ja zu bezweifeln, dass wir da irgendeine Schnitte gegen haben. Weil die sind ganz schön stark hier. Und unsere Verbündeten werden auch gerade ganz schön überrannt. Die ja auch gleichzeitig unsere Vasallen sind. Sehr ungünstig, würde ich mal sagen. Und mir wird noch so ein paar Provinzen vergeben. Vom letzten Mal. Müssen wir mal gucken. Örtlicher mit sardinischer Kultur. Oder lieber mit toledischer. Machen wir lieber mit toledischer. So. Ach, da kriegen wir auch Prestige für, das ist ja super. So. Perfekt. So, das hier unten würde ich gern behalten, weil hier ist was Schönes. Ein Bergwerk. Was man offenbar auch nochmal später steigern kann. Ah. Da kriegen wir richtig Kohle, nehme ich. Also Gold in dem Fall. So, wir werden hier mal ein paar Toledische reinsetzen. Na? So, da kriegt man auch fett Prestige hier. So. Sind uns alle treu ergeben. Oh, was ist denn das? Bastardgründer, okay. Auch gut. So. Fehlt da nicht eine Armee? Ach, da tut. Ich wollte gerade sagen. So, die müssen erstmal ihre Versorgung wieder alle aufbauen hier. Die ist nämlich sehr bescheiden. Wir haben schon wieder einen Vorzug. 20% der Hauptwerte von Ratzinger werden zu dem euren addiert. Oh. Okay. Wegen mir habe ich hier nichts dagegen. Überhaupt nicht. So, Vasall wurde gefangen genommen. Das ist aber nicht schön. Wir sehen mal hier rüber. Wissensaustausch. Drücken wir die gegen uns? Ne. Vergiss es. Ich möchte keine Druckmittel mehr gegen mich haben. Was? Durchbrennen mit Margarita. Die Schwester durchbrennt? Was? Ihr Freund, oder? Oder was? Doch, jemand will jemanden zum Durchbrennen bringen. Okay. Das ist aber nicht nett. Wird nicht durchgebrannt. Oh, können wir da bekehren. Sollten wir mal tun. Hier oben. Okay. Das findet die Volksmeinung nicht so toll, ne? Ja. Aber damit müssen die klarkommen. So, jetzt haben wir erstmal schön Minus. Wir könnten versuchen, dass der vielleicht irgendwie rausliegt, aber der ist mit dem verbündet. Ne? Das ist das Problem. Dann werden wir den nicht so einfach rauskriegen. Und die anderen. Wo ist unser Krieg? Das hier unten, ne? Der fehlt minus 20 Gold. Das ist echt nicht wenig. Bisschen blöd, dass der mit dem verbündet ist. Muss ich sagen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das weiß ich auch noch nicht. Okay.
Nimm doch mal die Einladung an. Wir haben jetzt nur 12.000 hier und die haben hier Unmengen an Truppen. Das bringt so überhaupt nichts, wenn ich da lande. Zu gar nicht. Zu überhaupt nicht. Das sind halt alles viel zu viele Truppen hier, ey. Siehst du, das war's schon. Mach Frieden! Niederlage, yeah! Gott hat uns verlassen, ja. Ich glaube, ich aber auch, Freundchen. Mach dir einfach da ein Kreuz zu gehen, das kann ja nichts werden. Glaubst du? Können wir eigentlich gegen das Pontifikat einen Kreuzzug machen? Oh, können wir sogar. Das ganze Königreich. Dann kommen wir die ganzen Katholiken wahrscheinlich, oder? Also, wir sind es eigentlich gar nicht, ne? Quasi. Was ist denn da orthodox? Ist grundorthodox? Oh, tatsächlich. Wieso hast du kein Erben? Okay. Das ist doof. Wollte ich noch eine Scheidung irgendwo machen? Hier wollte ich eine Scheidung machen. Scheidung ersuchen. Mal gucken. Was? Geschieden. Ehemaliger Ehepartner. Okay. Wo ist denn das Schallamt frei? Jetzt ist die nämlich wieder zu haben. Arrangieren. Haben die was frei? Die ist wirklich, ne? Nur den hier. Das bringt mir so überhaupt nichts. Hallöchen. Da ist jemand unverheiratet. Ja, unsere Nichte. Mit, wer ist der? Malik Ibn Abdullah. Also, könnte auch direkt da verheiraten. Klappt aber nicht. Der will auch nicht. Okay. Da. Möchte gar nicht, weil. Ach, wegen dem Glaubensunterschied auch so. Okay. Dann halt nicht. So, wenn ich im Pontifikat den Krieg erkläre, könnte das schief gehen, aber ganz gewaltig. Arsch, verdient gerade richtig Kohle hier. Uiuiui. Kann man das eigentlich verbessern? Nee, ne? Das kann man auch nicht verbessern. Das auch nicht. Hier können wir noch was bauen. Was ist denn das? Ach, Hurten brauchen wir dafür, okay. Dann halt nicht. Huldige mir. Dankeschön. Wieso habe ich hier eine Festung gebaut? Brauche ich eine Festung? Eigentlich nicht, ne? Jetzt nervt mich doch nicht hier. Können wir das ändern? Das. Wo ist das? Hä? Hallo?
Wieso? Lässt du mich das nicht ändern? Was soll denn der Quark? Jetzt. Geh doch. Bin ich gleich so. Minch. Können wir noch was bauen? Hier können wir noch was bauen. Holzkaserne. Gleich mal verbessern. So. Hier unten, da bauen wir noch. Muss man dann noch schön ausbauen. Wir könnten hier noch ein bisschen Zeug bauen. Eine Burg nochmal. Das vielleicht dann. Ja, komm, bauen wir noch eine Stadt her. So. Eine neue Stadt für mehr Reichtum. Was? Geschenk schicken? Immer doch. Ich nehme gerne all deine Geschenke, habe ich nichts dagegen. Mal wieder ein bisschen. Okay. Mal schnell durchgeklickt. Gutes Spiel, danke. Tschüss. Easy peasy. So, wir haben jede Menge Truppen. Wir erforschen die manuell. In 7 Jahren sind die durch. Sehr gut. Oh, Gemeindebekehren wurde abgebrochen. Okay, dann wurde das wohl schon bekehrt. Na gut, dann machen wir hier weiter. Weil offenbar kriegt das nicht allein auf die Reihe. 2 Jahre. Na gut. Das soll mir recht sein. Ja, Jerusalem. Das dauert noch ein bisschen. Ich würde gern das Pontifikat einnehmen. Das wär's. Dankeschön. Mit dir im Bündnis. Den Titel Herzog von Sardinia übernehmen. Da haben wir dann aber 2, ne? Hey, 3. Das ist auch doof. Wieso steht da mal Elfenkönigreich Toledo und so weiter? Das ist totaler Blödsinn. Eid der wahren Freundschaft schwören. Warum nicht? Ich glaube, da gab es auch noch einen Erfolg. Nimmt begeistert an, das ist schön. Gegenseitige Freundschaftshilfe. Nee. Sind bereits allerbeste Freunde. Oh, die müssen wir noch. Achso, geht nicht. Ja, gut. Können wir die nochmal verführen? 30%. Liebesdinge? 5% nur. Wieso das denn? Achso, wegen sadistisch und gerecht. Na, super. Versuchen wir sie mal zu verführen. Komm. Kann doch nicht so schwer sein. Ich freue mich. Wenn ich jetzt einen Krieg gegen das Pontifikat führe, dann kriege ich wahrscheinlich, ja, das sind einiges an Katholiken hier, ne? Da haben wir ein Bündnis. Da haben wir eigentlich auch ein Bündnis. Versuchen es mal. Komm, was soll's. Wo ist ein neuer? Der hat gut Geld, ne? Ja. Wir könnten auch gleich das ganze Königreich holen, wenn wir schon mal dabei sind. Eigentlich.
Würde ich jetzt sagen. Gesalbt ist Königreich von Magna, oder nur das Herzogtum? Das würde mir ja auch erstmal reichen, eigentlich. Das sollte auch schnell gehen. Kann ich meine Leute reinrufen? Eigentlich schon, ne? So, es treten mir nicht alle bei. Ja, da keine Chance mehr, da kann er gleich aufgeben. Eben 18.000 Truppen hat er jetzt geholt, oder was? Kriegerorden, ah. Dann holen wir doch unseren auch, ne? Würde ich mal sagen. Wieso sind da kein Dings drin? Da. Oh, wir sind auch unterwegs, okay. Vorwärtsmarsch. Gegen 18.000. Ja, wenn wir nicht den Malus hätten, ne, wäre es kein Problem. An sich. Ist die Frage, schießt sich jemand an oder nicht? Wir warten mal. Schwanger, na Gott sei Dank. So. Soll ich es mal riskieren? Dann landen wir aber da oben lieber. So, Kind Manifesti, Handluschen. Sehr gut. Ja, reicht immer noch nicht. Ja, sag mal. Wie war's denn da zu belagern? Hallo? Also, besseres Belagerungskriegsvolk muss man hinstellen. Okay. Wo willst du hin? Ach, du willst sie da oben abfangen. Das kannst du gerne tun. Schon wieder ein Bildungsvorzug. Das geht ja hier wunderbar. Aber ein anderer hilft noch nicht, ne? Nee. Es werden immer mehr Truppen bei dem. Sag mal. Ist ja gar nicht schön. Der ist immer noch ein Plus, ey. Ist echt übel, was der an Truppen hat. Yay. Schmerzhafte Zurückweisung. Das war ja wohl nix. Aber sie ist schwanger. Wie auch immer. Oh. Wer ist gestorben? Ach, der hier? Nee, der Dings ist gestorben. Ist okay. Schwager, das ist die Schwester. Du geht's aber gar nicht gut, ne? Erbe ist unser Neffe. Das passt. Nö, nee, ist gut so. Das ist okay. Glaube ich, muss mal auf seine Armee klopfen. Ne? Eine Tochter haben wir bekommen. Sie ist schlau. Immerhin. Ah, sag bloß, jetzt haben wir hier den Luther als. Als Diggles hier. Na super.
Ist ja wieder ganz toll. Können ein Hausmitglied rufen. Geht nicht? Geht nicht. Wir werden Titel erben. Sehr schön. Oh, da müssen wir mal gucken. Brauchen wir nicht. Das ausgestellt. Weiß nicht, ich glaube, das mal. Glücksschaffheit brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Okay. So, wie machen wir das jetzt hier? Hauen wir da jetzt drauf? Eigentlich schon, oder? Müssten wir eigentlich fast. Okay, er traut sich nicht. Verkrümelt sich lieber. Oh oh. Oh oh. Komm schon. Komm schon. Rein da. Eieiei. Gut, dass ich meine Verbündeten reingerufen habe. Schwer verletzt. Uiuiui. Wir haben was geerbt. Ich will jemanden einkerkern hier. Was geerbt? Wo denn? Oh. Ah, wir haben nicht lange mitgemacht hier. Hm? So. Dankeschön. Erfolgreich besiegt. Wunderbar. 16 Monate dauert der Scheiß. Ach Gott. Das ist ja überhaupt nicht schön. Können ja richtig viele stehen hier, ha? Wir werden die mal hier rüberziehen, so ein bisschen. Du könntest dich eigentlich auch mit hier reinstellen, ne? Ist so hoch die Versorgung. Dann ist das eigentlich auch schon wurscht. Ja. Du gehst auch noch mit hierher, so. Ah, zelten die, okay. War nicht schlecht. Könnten wir sogar zusammenschließen, ne? Erst einmal. Also hier hätte ich ja gern einen, der belagern kann. Haben wir da was? Fehlzeuge Eigenschaften. Sowas hier, genau. Belager du doch da mal. Dann geht es hoffentlich ein bisschen schneller. Geheimnisse in der Natur. Erhalte Eigenschaft Kräuterkundler. Das ist cool. 20 Meinungen. Nee, komm, wir werden Kräuterkundler. Das passt schon. Oh, wir können eine Hexe werden. Du fleißiger Schüler. Der ist eine Hexe. So. Angewidert von den Andeutungen, ja. Wie lange dauert der Spaß? 8 Monate noch. Eieiei. Na, der ist da ein bisschen schneller. Der hat wahrscheinlich schon. Ne, der hat auch nur die. Dingens. Wikingerkäse. Was für ein Quatsch. Okay, holen wir uns erstmal das Hauptdingens. Vielleicht kriegen wir ja den Papst gefangen. Das wär's natürlich. Die Lederzelte sind gebaut. Okay. In Madrid.
gleich mal verbessern. Das Besitztum, das braucht nur 3 Jahre, okay. Schaut's denn hier aus? Ist noch am Bauen. Gefangen, da ist ein Kerkel gestorben. Oh. Ist überhaupt um Geld bitten? Ja, damit. Ich wusste gar nicht, dass er so viel Geld hat. Tatsächlich. Cool. Dankeschön. Mehr Geld finde ich gut. Könnten wir uns nochmal Söldner leisten eigentlich, ne? Was ist so die größte, der da unten? Machen wir das mal. Holen wir uns noch ein bisschen Verstärkung. Ah, okay, das ist dann zu viel. Dann gehen wir da hin. Feueranfall, Mozart, auch so ein Grafschaft von Algal liegen sich in den Haaren. Ah. Gibt es hier Meinungen? Wer ist denn das? Man soll ein Freund, okay. Aufruhr um Morde. Oh. Fanatische Rekruten. Gepredigte Toleranz. Meine andere Glauben bis 20. Volksmeinung. Erstens Hass verbreiten, diskret natürlich. Okay. Das war aber nichts. Ja. Die Ritter können Krusch Meinung erhalten. Das ist okay. Wo sind meine Attacken? Ich wollte gerade sagen. Kurz sammeln hier. Wieso sind wir so bessere Armeebefehlser, mehr Kriegsvollkunde? Oh. Unkürzlich verschifft. Nee, dann. Warte mal her. Was? Ich würde so ein komischer Befreiungskrieg hier. Wo willst du hin? Ich komme. Haben wir was Besseres? Ja. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Wieso das denn? So. Wieso sollten wir das verlieren? Das glaube ich nicht, Tim. Ah, komm, Verstärkung nochmal nach. Das bringt dir noch nichts, ne? Na? Dankeschön. Ah, da unten belagert er. Er haut ab. Wer bist denn du? Bleiben Sie mal stehen hier, ich muss da mal draufhauen. Dankeschön. So, ach, er hat die Dings da abgezogen. Na super. Schon wieder ein Bildungsvorteil, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Gelehrter. Sehr cool. So gefällt mir das. Du bist ja auch schon wieder fertig hier. Wir haben alles konvertiert. Cool. Fehlt bloß noch die eine Provinz hier oben. Machen wir hier so lange weiter. 3 Jahre plus. Was hier mit Kultur fördern, das dauert noch ein bisschen, ne? 5 Jahre, na gut. Ich hätte ja gern noch irgendwie. Gegenseitige Freundschaftshilfe, verbesserte Bildung. Spiel oder beides.
Rein der 40er Bildung, das ist echt der Wahnsinn. Schauen wir mal, was dazu bringt. Sie nimmt begeistert an, sehr schön. Okay. Können Sie mal beeinflussen? Vielleicht können wir ja sie dadurch durch ein Event oder so beschlafen. Mal gucken, ob das so funktioniert. 82%. 11 Monate, 4 Monate, okay. Dann sollten wir auf jeden Fall vor dem fertig sein, dann können wir da nochmal reinrauschen. Hoffe ich doch. Ja doch. Sollte gehen. Oh. Fremder Herrscher? Befehlshaber Wert. Ich bin der Beste. Ach du Scheiße. Wobei sind die anderen alle schon gestorben. Scheint so. Na toll. Oh, ich sehe gerade. Müssen wir mal ein bisschen die Rollen neu verteilen hier. So. Das ist ein 26er. Dann nehmen wir doch lieber den rein. Da wäre auch noch was Schönes. Ey, komm, das passt schon so. Das ist okay. Machen wir ihn hier. Haben die einen ganzen Tag Zeit. So, dann noch einmal da drauf. Oh, das ist Mist. Die sind stärker. Ah, es ist doof. Da komme ich nicht rein. Versorgungsschwelle sinkt auch gerade. Das ist ja blöd. Mal aufteilen. Armeeversorgung geht aus. Das ist ja doof. Mist, noch 13 Tage, dann ist das... blöd. Sehr blöd. Ziehen Sie mal zurück. Wo können wir jetzt hier oben auch was ausheben? Nee, es geht nicht. Leider nicht. Okay, dann holen wir uns nochmal seltener, würde ich sagen. Euch. So. Nochmal 5000. Die Heilige Schrift. Heilt ein Buchartefakt. Vielleicht können wir uns einigen.
Nehmen wir, was ich brauche. 24 Anspannung. Ist okay. Was habe ich denn bekommen? Karte eine des menschlichen Leibes. Oh. Das ist ja nett. Das ist ja sehr nett. Wo kommt das rein? Nicht hier offenbar. Was habe ich denn jetzt? Frömmigkeit, 8%, Meinung andere glauben. Und da habe ich die Hofpolitik drin. Ah, okay. Diplomatie plus 1, Bildung. Ich glaube, ich stehen das mit dem Dingens. So. Okay. Sehr schön. Heilige Schrift. So. Das weiter erforschen. Konzentrierter Leser. So. Das geht ja hier. Rucki zucki. Prophet, Frömmigkeit. Pro Ritter. Was ist denn hier mit der Versorgung jetzt? Wieso verschlechtert sich das? Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Ja, hier, das bringt mir halt hier nichts, ne? Komm mal hier zurück. Wir müssen hier mal euch noch ein bisschen aufspalten, glaube ich. Neue Armee. So, dann passt das hier. Wie schaut es hier oben aus? Da passt es auch. Und hier sind es auch zu viel. Ja. Belagerer stationieren. So. Besser? Nee. Nicht so ganz. Müssen wir mal 1000 oder so abspalten. Das geht. So. Nehmen wir die noch zusammen. Der steht da auch gut. Dann tut die sich hoffentlich mal hier verbessern. Lobte können heiraten. Okay. Wie siehst du denn aus? Das sah aber nicht sehr gesund aus, so wie der ausgeschaut hat. Was ist hier schon wieder? Schon wieder zu viel Leute. Da ist ja wieder ganz toll. Hoch bitte. Besser? Besser. Und da passt auf. Okay, müssen die sich erst mehr erholen, das tut leider nichts. Da müssen wir durch.
Das sind auch schon wieder so viel. Sag mal. Ah, die sind nicht ganz so voll, aber ist okay. Sammeln hier. Und rein da. Huiuiui. Was hat er gesessen? Hoffe ich. 8 Monate. Okay, hat sich verkürzt auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut. Schwerer Kampf hier, muss ich schon mal sagen. Gut, aber wie das hier ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache erstmal Schluss für heute. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.